Und wir dürfen jetzt bei uns im Studio einen ganz besonderen Gast begrüßen, und zwar Herbert Güntner. Zum einen Obermedizinalrat, zum anderen aber auch ehemaliger Politiker, nämlich Bezirksrat in Wien-Landstraße und das macht die ganze Sache umso spannender, wenn man so möchte, Entdecker und Förderer von Heinz-Christian Strache. Sie kennen ihn seit er noch als junger Bub, wenn man so möchte, als Zahntechniker gearbeitet hat. Vielleicht einmal ganz kurz, wie kam es dazu, dass Sie und Heinz-Christian Strache sich kennengelernt haben? Das war so, ich habe gesagt, wie erwähnt schon, habe ich eine Ordination und habe mit einem Zahntechniker zusammengearbeitet, der Angestellte hatte. Unter anderem war einer davon Heinz-Christian Strache. Und Heinz-Christian ist des Öfteren natürlich zu mir in die Ordination gekommen, Sachen liefern und so weiter. Und wir haben Zeit gehabt, haben wir miteinander geplaudert, einen Kaffee getrunken und haben uns halt ausgetauscht. Und da habe ich ihm unter anderem erzählt, dass ich also Bezirksrat im dritten Bezirk bin, beziehungsweise Obmann war ich auch. Und er hat also sofort Interesse bekundet, auch etwas zu tun für die Allgemeinheit. Und da habe ich ihm geraten, halt, schau, du bist mehr oder weniger auch ein Quereinsteiger, so wie ich es war, also kannst du Mitglied werden. Und das hat er auch getan und kam zu mir in den dritten Bezirk. Ich habe ihn damals kooptiert in die Bezirksleitung und ja, er war ein sehr fleißiger Mitarbeiter, sehr ernst bei der Sache. Es ist ja wirklich um Sachinhalte gegangen. Und ich habe also das Gefühl gehabt, das fast wie ein Sendungsbewusstsein in sich tragend, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Wir haben persönlich natürlich uns sehr ausgetauscht. Er kam aus sehr einfachen Verhältnissen. Also er ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Sein Vater hat sich frühzeitig getrennt von der Mutter gehabt. Und er hat seine Mutter immer heiß geliebt und hat sich Sorgen um die Mutter gemacht, und umgekehrt war es genauso. Also von der menschlichen Ebene her habe ich ihn damals auch zu schätzen gelernt. War Ihnen von Anfang an klar oder hat er von Anfang an den Wunsch geäußert, diese Politkarriere an die Spitze, wenn man so möchte, zu treiben? Also den Eindruck hatte ich nicht. Ja. Also ich habe ja den Eindruck gehabt, zuerst einmal entsprechende Basisarbeit zu leisten. Und ich bin ja dann ausgeschieden und er ist dann also mehr oder weniger Nachfolger dann von mir geworden. Und habe eigentlich bewundert, wie steil er seine Karriere begonnen hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe ihm einmal geraten, du schau, dass du dein eigenes Labor aufbaust und dass du ein sicheres Standbein hast, ja. Aber das wollte eigentlich seine Mutter auch, also mit der er auch einen guten Kontakt hatte. Aber er hat halt den anderen Weg vorgezogen und hat ja erstaunliche Karriere gemacht. Dass diese Karriere jetzt so jäh endet, für Sie erstaunlich? Ja, das muss ich schon sagen. Die ganze Situation jetzt ist ein Drama für die Bewegung. Ich meine auch die Regierung hat ja hohes Ansehen gehabt in der Bevölkerung, das ist weitergegangen. Und ich habe schon immer den Eindruck gehabt, und dass er eigentlich etwas für die Allgemeinheit Gutes tun möchte. Das heißt, Sie glauben auch nicht, dass an den Spesenvorwürfen und an diesen Skandalen etwas dran ist? Nein, also das kann ich nicht sagen. Ich traue mir das ja auch gar nicht beurteilen, weil es ist ja so vieles noch, befindet sich in der Untersuchung, und was da rauskommt, also es wäre natürlich ein Drama, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich weiß nicht, die Partei selber ist ja noch am Aufarbeiten und die Staatsanwaltschaft und so weiter, ob da was dahinter ist, nicht? Also wir haben ja so viele Sachen schon erlebt, was sich dann als Flop herausgewiesen hat. Und er ist natürlich im Fokus der Kritik immer gestanden von seinen politischen Gegnern. Und das hat man auch jetzt auch gesehen, diese Causa Ibiza, nicht? Das war ja auch, wer steckt da dahinter und so weiter, nicht? Und er tut mir auf alle Fälle sehr leid. Und zwar deswegen, weil er war mit Leib und Seele und mit Herz Politiker. Und jetzt liegt er am Boden, nicht? Und mir tut er insofern leid, weil jetzt wird noch auf ihm herumgetrampelt auch, nicht? Mhm. Und man sollte ihm halt die Chance zubilligen, abzuwarten, nicht? Mhm. Und ein Urteil kann man nachher sprechen.